Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor das Video startet, möchte ich erstmal ein paar Worte an euch richten. Denn wie man vielleicht sehen kann, das hier ist ein ganz neues Format und hier geht es jetzt um Themen, die man ja sehr vorsichtig behandeln sollte. Auch in den Kommentaren bitte ich, sehr respektvoll mit diesem Thema umzugehen, denn es geht hier um einen echten Mordfall und es geht um Menschen, die existiert haben, die noch existieren, die Familienangehörigen haben und so weiter und so fort. Und deswegen bitte ich euch da wirklich immer vorsichtig und sensibel mit so einem Thema umzugehen. Ihr könnt aber dennoch gerne immer eure Meinung oder, ja, wenn es vielleicht ein ungelöster Kriminalfall ist, eure Theorien gerne in die Kommentare schreiben und wir können darüber auch mal diskutieren. Aber bitte respektvoll bleiben. Das wollte ich vorneweg sagen. Und ich mache diese Themen nicht, um mich irgendwie ja zu ergötzen an irgendwelche Mordserien, an oh, wie toll die Täter das gemacht haben. Nein, nein, im Gegenteil. Ich finde das einfach sehr spannend und irgendwo auch sehr wichtig, so eine Art Aufklärungsarbeit. Und eventuell, man weiß es nie, wenn es ein ungelöster Fall ist, vielleicht findet man den einen Zuschauer, der irgendwelche Hinweise hat oder etwas weiß. Ja, das ist mal vorneweg zu sagen und nun startet das Video. Viel Spaß! Eine Frau wird in Oslo tot in einem Hotelzimmer gefunden. Mit einem Kopfschuss. Und die Polizisten stehen vor dem Rätsel, wer sie denn ist. Und darum geht es heute. Wir blicken einmal in das Jahr 1995 und zwar in Norwegen, in Oslo. Dort ist das berühmte Hotel Plaza. Die Frau hat am 31. Mai 1995 in dieses Hotel eingecheckt. Und das Interessante ist, dass es zwei Zeugenaussagen gibt, die belegen, sie hätten den Check-in bei der Dame gemacht. Nun frage ich mich, macht man den normalerweise nicht nur einmal? Warum können sich zwei verschiedene Personen daran erinnern, einen Check-in gemacht zu haben? Die erste Person schildert dies wie folgt. Und zwar sagt er, er hätte praktisch für ein Jahr dort gearbeitet. In diesem Zeitraum hat er auch diese Dame angetroffen, um die es geht. Sie hätte vorneweg telefonisch sich schon mal das Zimmer reserviert, ein Doppelzimmer. Und demnach kam sie nur noch an den Tresen und sagte ihren Namen. Und es wurden aber keine Personalien von ihr eingefordert. Also ich kenne das eigentlich schon, dass ich vielleicht meinen Personalausweis oder so hingegeben hätte. Aber in diesem Fall, sie hat ihren Namen gesagt und hat dann ein Formular bekommen, wo sie praktisch nur noch die Adresse eingetragen hat, eine Telefonnummer. Und ja, das wurde eigentlich dann ganz normal abgewickelt. An dem Tag waren viele Menschen in dem Hotel, daran wurde sich noch sehr erinnert. Und er sagte, er glaubte, sie war alleine, aber er war sich nicht sicher. Denn die Bestellung lief auf Jennifer and Louis Fairgate. Ja, also wie wenn ein Ehepaar praktisch einfach nur einchecken möchte. Und sie bekam das Zimmer 2805, das war im 28. Stock von dem Hotel. Er sagte noch, dass er sich erinnerte, dass sie zum Aufzug lief. Dort verschwand sie, nach einer gewissen Zeit stand sie dann aber wieder unten und wie wenn sie warten würde, war aber ganz alleine. Das war der Check-in von der ersten Person. Die zweite Person schilderte den Check-in wie folgt. Die Aussage war von einer Kollegin und zwar war die Dame die Rezeptionschefin. Auch sie berichtete, dass an dem Tag ganz viele Menschen in dem Hotel waren. Und die besagte Frau stand einfach am Tresen und wartete, bis sie eben an der Reihe war. Und ihr war auf jeden Fall klar, dass ein Mann an ihrer Seite stand und er stand sehr nah an ihrer Seite. Und das Interessante war, das in bar bezahlt worden ist, ja, deswegen wurde auch keine Kreditkarte erstmal verlangt, aber es wurde in bar bezahlt und der Mann hat das Geld gegeben. Also war sie auf jeden Fall sicher, dass ein Mann mit dabei war und die beiden Personen schienen ganz normal wie ein Ehepaar. Und das war der Check-in
den die zweite Person, also auch noch die Rezeptionschefin, gesehen hat. Das ist schon mal ein sehr merkwürdiger Fakt. Aber okay, zwei Zeugenaussagen auf jeden Fall. Die Dame hat eingecheckt und zuvor telefonisch reserviert. Wir wollen jetzt versuchen, die Tage vor ihrem Tod zu rekonstruieren. Wir finden uns jetzt 2 Tage, bevor man sie tot auffindet. Eine Reinigungskraft hat an ihrem Zimmer angeklopft und da niemand drin war, ist sie reingegangen, weil man möchte ja auch die Handtücher wechseln und so weiter. Und ihr fielen auf jeden Fall ganz besondere Schuhe am Fußende des Bettes auf. Und sie hatte so ein Modell noch nie gesehen, deswegen waren ihr die gut in Erinnerung geblieben. Jedoch fiel ihr noch etwas weiteres auf, und zwar im Badezimmer wie auch in den anderen Orten waren weder Kosmetiksachen, Zahnbürste, weitere Schuhe, Kleidungsstücke, Tasche. Es sah einfach aus, wie wenn die Person schon ausgecheckt wäre, was irgendwie auch sehr seltsam ist, denn ich meine, zumindest sowas wie Zahnbürste oder so eine Tasche oder eine Jacke lässt man ja wohl zurück, wenn man unterwegs ist. Und das war dann an diesem Tag schon sehr auffällig. Ein Tag, bevor sie tot aufgefunden worden ist, berichtet eine weitere Zeugin, wieder eine Reinigungskraft. Sie hätte sie auf dem Flur gesehen. Sie kam gerade vom Aufzug, wollte zu ihrem Zimmer gehen und ihr fiel auf, dass sie in einem sehr guten Englisch, also sie sprach wohl nur Deutsch oder Englisch, was ja auch wieder sehr seltsam ist, denn sie gab ja auf ihrer Karte, wo sie unterschrieben hatte, an, dass sie aus Belgien stammt. Und deswegen ist es schon komisch, dass sie mit dem Personal dort auch Deutsch oder Englisch spricht. Auf jeden Fall sagte sie Good Morning in einem Englisch, ging ins Zimmer und dabei ist ja auch nichts Verwerfliches. Die Reinigungskraft wollte ein Zimmer putzen, hatte aber Putzmittel vergessen und ging wieder auf den Flur. Und dort beobachtete sie, wie Jennifer die Türe nochmal öffnete von ihrem Zimmer und dieses Bitte nicht stören-Schild an die Türklinke hing. In der darauffolgenden Nacht berichtete eine weitere Zeugin, diese war ein Hotelgast, die auch im 28. Stock wohnte. Ihr Zimmer war genau gegenüber von Jennifers. Und sie berichtete, sie hätte in dieser Nacht sehr viel Lärm, Poltern, wie wenn jemand Möbel verrücken würde oder, keine Ahnung, so Schrank oder schwere Gepäckstücke rumzerren würde, gehört. Jedoch aber keine Schreie. Ihr ging das aber ziemlich auf den Wecker, denn es war mitten in der Nacht und sie wollte fast schon anrufen. Da hörten die Geräusche auf einmal auf und deswegen ging sie auch dem nicht mehr nach. Das Bitte nicht stören-Schild hing jetzt schon seit 2 Tagen an Jennifers Zimmertür und zwar unverändert. Normalerweise ist es ja auch okay, wenn mal nach einem Tag noch das Schild hängt. Vielleicht will die Person einfach mal ausschlafen nach einer langen Reise. Aber 2 Tage in einem unveränderten Zustand ist dann schon sehr auffällig. Und meistens ist das dann auch der Fall, dass entweder was nicht okay ist mit der Person. Aber es ist auch ganz oft der Fall, das berichten zumindest die meisten Hotels, dass die Leute einfach gegangen sind, ohne auszuchecken. Und deswegen hat man eine Sicherheitskraft gerufen und gebeten, nach der Frau zu schauen. Und dieser nahm dann auch sofort den Personalaufzug, wollte in den 28. Stock, kam dort an, ging in Richtung dieser Zimmertür und hörte ein Geräusch, was sich wirklich wie ein Schuss anhörte. Und da das eh alles schon ziemlich verdächtig und komisch ihm vorkam, ging er sofort wieder runter, verständigte die Polizei. Dabei blieb das Zimmer aber ganze 15 Minuten unbeaufsichtigt und es dauerte auch ganze 50 Minuten, bis die Polizei eintraf, was ich auch schon ganz schön lange finde und ich glaube, das war auch sehr wertvolle Zeit. Die Polizei kam an und man fand heraus, dass die Türe von innen verriegelt war. Also brachen sie die Türe auf und fand ganz grausam mit ganz viel Blut hinter dem Bett, an der Decke, überall auf dem Bett, Blut verteilt von Jennifer, die rücklings auf dem Bett lag. Ich blende euch jetzt hier mal ein paar Fotos dazu ein. Keine Sorge, ich habe jetzt wirklich Fotos gewählt, die, glaube ich, man auch ganz gut angucken kann. Auf jeden Fall veranschaulichen die ein bisschen den Tatort.
Ja, sie hatte sehr dunkle Kleidung an. Sie lag rücklings auf dem Bett, wie wenn sie sich hingesetzt hätte und nach hinten umgekippt wäre. Hatte einen Kopfschuss. Man fand heraus, dass dieser Kopfschuss von oben nach unten stattgefunden hat, wie wenn ich jetzt hier sitzen würde und jemand mir von oben hier eine Knarre an den Kopf halten würde. Und so ging der Schuss hier durch die Stirn und sie hielt aber noch die Knarre in der Hand. Also es sah so aus, wie wenn sie sich selber so in den Kopf geschossen hätte, nach hinten gekippt wäre und dann so liegen geblieben ist. Dann durchsuchte man noch das Zimmer. Das Zimmer wies wieder mal keine Spuren von jeglichen persönlichen Gegenständen, Wertsachen auf, keine Handtasche, kein Koffer, kein Personalausweis, sprich kein Geldbeutel, im Bad nichts, keine Sachen, die ihr gehörten, waren da, bis auf eine kleine türkise Tasche mit ein bisschen Unterwäsche darin, einer weiteren Aktentasche, die 20 weitere Patronenhülsen aufwies. Man fand auf dem Bett eine Einschussstelle. Da meinte die Polizei, dass das wohl ein Testversuch war, ein vorheriger Versuch, ob die Knarre dann auch funktioniert. Ich frage mich, ob die Waffe so nah an das Bett gehalten worden ist, dass man den Schuss nicht gehört hat im Hotel. Auf jeden Fall war da ein Testschuss geflogen und man fand Männerparfüm unterm Bett. Finde ich sehr seltsam, wie wenn das jemand versteckt wollen würde. Aber okay. Und auf dem Beistelltisch war eine Plastiktüte mit einer amerikanischen Zeitung und darauf war eine Nummer. Darauf war die Nummer 2816. Und ich frage mich, ob das eventuell eine Zimmernummer vom Hotel war. Zumindest hätte es zur 28. Etage auch gepasst. Sie hatte außerdem eine Armbanduhr auch noch um. Die war 1992 in Japan hergestellt worden und wurde 1994 in der Schweiz verkauft. Jedoch konnte man dort niemanden ausfindig machen, der sie hätte kennen können. Die Aktentasche war außerdem von der Marke Braun Büffel. Das war eine deutsche Marke, aber da konnte man auch keine Spuren zurückverfolgen. Außerdem waren die hellen Schuhe weg, die am Anfang der einen Reinigungskraft aufgefallen war. Und im Kleiderschrank fand man tatsächlich noch ein, zwei Jacken oder Kleidungsgegenstände. Einer sogar noch mit einer Marke dran, die man vielleicht noch kennt. Bei allen anderen Gegenständen, die gefunden worden sind, wurde ganz akribisch die Label rausgeschnitten. Man sollte anscheinend nicht mehr erkennen, woher das kommt, von welcher Marke das ist, wo man das eventuell gekauft hat. Und selbst in den Schuhen war das Label, das eingenäht worden war, rausgeschnitten worden und wieder zugenäht. Wer macht denn so eine akribische Arbeit? Für was? Möchte man hier irgendwas verstecken? Das ist schon sehr seltsam, finde ich. Ja, sowas habe ich noch nie gehört, dass das jemand gemacht hat. Es wurde außerdem festgestellt, dass sie 2 Stunden vor dem Tod etwas gegessen haben muss. Ich blende euch hier mal ein Bild ein von dem Teller. Es sieht so aus, wie wenn sie eventuell gestört worden wäre. Also sie hat aufgehört zu essen, aber das Besteck war jetzt nicht irgendwie hektisch weggelegt worden, sondern ganz ordentlich platziert auf dem Teller. Jedoch ist die Aussage des Hotels, dass sie dieses Essen schon einen Tag vorher bestellt hat. Und da frage ich mich, wer bestellt sich denn einen Tag vorher Essen, wenn er es gar nicht isst, sondern einen Tag später erst davon etwas isst und dann auch nur so wenig. Das ist schon seltsam. Wie gesagt, war die Türe von innen verschlossen. Das deutet ja eigentlich auf einen Selbstmord hin, denn wenn die Türe von innen verschlossen ist und auch die Schlüsselkarten auf dem Tisch bei ihr im Zimmer drin liegen,
kann ja keiner raus aus dem Zimmer. Versteht ihr, was ich meine? Es war auch niemand drin, man hat alles durchsucht. Die Frage ist, ob die vielleicht, wenn auch jemand da drin gewesen ist, vielleicht aus dem Fenster irgendwo, aber sie war am 28. Stock, es gab keinen Balkon, nichts. Ihr habt die Fassade gesehen von dem Hotel. Ich weiß auch nicht, wie man sich das erklären kann. Auf jeden Fall ging man deswegen zuerst von Selbstmord aus. Aber jetzt kommt es nochmal zu einer weiteren Sache. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass dieser Mann, mit dem sie da beim Dresen war, bar bezahlt hatte. Und sie hatte deswegen auch keine Karte, nichts angeben müssen. Aber vielleicht, weil sie zwischendurch telefoniert hatte, denn das hatte man auch herausgefunden. Sie hat zwei verschiedene Nummern angerufen, die aber ins Nichts führten, denn sie waren nicht vergeben. Musste sie wohl eine Kreditkarte angeben und da war das Limit überschrieben. Man hat herausgefunden, dass versucht worden ist, sie zu kontaktieren und das wurde damals über das Fernsehen gemacht. Da ist dann eine Bilddatei aufgegangen und sie hat diese wohl gelesen, denn man musste dies mit einer Fernbedienung bestätigen. Und das hatte sie auch noch gemacht. Man recherchierte außerdem bei dem Check-in die Karte. Und man fand heraus, dass die Postleitzahl falsch war. Es gibt zwar den Ort, also die Straße und den Ort, aber die Postleitzahl passte gar nicht dazu. Außerdem gab es den Namen nicht und man hat auch niemals was von einem Louis Fairgate gehört. Dieser war außerdem auch nicht mehr aufzufinden. Eigentlich sieht nun alles nach einem Selbstmord aus. Aber eine Sache, die ist so komisch. Erstens, man findet nichts über die Identität dieser Frau heraus. Warum sollte sie mitten in einem Hotel sich dann umbringen? Es macht erstens auch keinen Sinn, weil ich finde einfach diese ganze Sache, auch dass sie überhaupt eine Waffe hatte, finde ich eher, schließt darauf hin, dass sie vielleicht eine Agentin war, Spionin, keine Ahnung. Ich meine, woher hat man denn eine Waffe? Außerdem, man fand zwar sie allein in dem Zimmer, die Pistole in der Hand. Aber wenn man eine Waffe feuert, und das kann ich euch mal vormachen, wenn man eine Waffe feuert, gibt es immer diesen Rückstoß. Und es gibt Schmauchspuren vom Abfeuern der Waffe, also hier in der Innenhand, ja, hier beim Finger gibt es dunkle Ränder, die waren nicht vorhanden. Das heißt, beide Hände wiesen keine Schmauchspuren auf. Außerdem, ihr seht nochmal das Bild, die Waffe ist blutüberströmt. Alles ist blutüberströmt, aber die Hände, keine Spur vom Blut. An der Waffe selber wurde auch nichts gefunden, keine Fingerabdrücke. Hört sich für mich an, wie wenn jemand mit Handschuhen geschossen hat. Außerdem war bei der Waffe die Seriennummer weggemacht worden. Und auch mit der neuesten Technik konnte man diese nicht mehr rekonstruieren. Hätte viel gebracht, denn meistens kann man dann den Hersteller finden und der kennt dann die Person, die sie gekauft hat. Aber das wurde natürlich auch bedacht. Da wurde wieder mal akribisch wirklich alles detailliert vernichtet, was auch nur irgendeine Art und Weise auf ihre Identität schließen könnte. Warum? Wer macht sowas? Was hatte sie damit zu verheimlichen? Das muss ja einen Grund gehabt haben und die Reise auch an sich muss einen Grund gehabt haben. Ja. Ich frage mich auch, wo dieser Mann ist. Es ist alles sehr seltsam. Zur Beerdigung kam aber übrigens auch keiner. Darauf hat man nämlich auch gewartet. Ja, kein Ehemann oder sonstiges. Es war wirklich ein leerer Raum. Das hier ist eine Originalaufnahme. Ein leerer Raum, wo nur der Sarg war. Es war keine Musik, nichts. Eine sehr traurige Beerdigung. Und 20 Jahre später, dann endlich hatte man die Erlaubnis, ich glaube, das war jetzt 2016, auf jeden Fall war das so in der Reportage, die ich gefunden hatte, war das, glaube ich, um 2016 herum hat man die Erlaubnis bekommen, den Sarg noch einmal zu öffnen. Und ich sage euch, das ist nicht sehr oft der Fall, dass man das nochmal darf, nur unter ganz besonderen Umständen. Und man konnte wirklich nochmal Zähne ausfindig machen. Das ist halt auch immer sehr schwierig, wenn eine Leiche einmal so lange an Luft war, dass man da nach so vielen Jahren noch etwas findet. Aber man hat Zähne gefunden, die auch wirklich, bei denen man DNA-Proben mitnehmen konnte. Vielleicht kann man anhand dessen das Alter und die Herkunft der Frau bestimmen.
Das Einzige, was bis jetzt rauskam, ist, dass sie auf jeden Fall im Raum Deutschland gelebt haben soll. Ja, ist jetzt bis jetzt noch nicht sehr viel. Auf jeden Fall alles sehr mysteriös und sehr komisch. Auf jeden Fall kann ich abschließend für mich sagen, meine Meinung ist, es war kein Selbstmord, denn wenn es so wäre, ich glaube dem Polizisten, ich meine, wenn man mal wirklich logisch denkt, es sind keine Schmauchspuren, es sind keine Blutspuren an den Händen. Allein diese ganze Hintergrundgeschichte mit dem Verstecken der Identität ist komisch. Ein wichtiger Fakt kommt noch dazu, den hätte ich jetzt fast vergessen. Die Schlüsselkarten konnten auch nochmal kontrolliert werden. Da war festgestellt worden, dass sie 24 Stunden nicht auf ihrem Zimmer war. Und das war wohl genau die 24 Stunden, bevor sie eventuell das Essen bestellt hat. Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht war es auch der Zeitpunkt, wo sie zurückkam, als sie dieses Bitte nicht Stören-Schild hinging. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall war sie einmal 24 Stunden nicht auf ihrem Zimmer und ich gehe davon aus, dass in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, weil sie kam mit viel Gepäck, haben viele Zeugen gesagt und ja, es war ja dann auf einmal alles weg. Also wo auch immer sie da war, da muss sie das ganze Gepäck hingebracht haben, zu wem auch immer sie gegangen ist. Also vielleicht ja auch in dem anderen Zimmer. Wer weiß. Ja, das war auch nochmal so ein Fakt dazu. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es Selbstmord war. Ich glaube, das steckt ganz viel dahinter, ganz viel Schlimmes, Unheimliches, Geheimnisvolles. Was denkt ihr darüber? Lasst es mich doch bitte gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut rübergebracht. Das ist so viel, was man dazu recherchieren muss. Man muss ja den ganzen Tathergang, also nicht Tathergang, man muss ja die ganze Geschichte praktisch von Anfang bis Ende sich selber nochmal im Kopf zusammenreimen, über die ganzen Zeugenaussagen reinbringen und. Es ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten und das gut für euch rüberzubringen, vor allem sprachlich. Ich habe sowas noch nie gemacht und ich hoffe, es kam einigermaßen gut an. Das Recherchieren hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das auch sehr spannend und mich beschäftigt dieser Fall einfach, weil ich finde, wie kann es sein, dass jemand so gut seine Identität verstecken kann? Man braucht doch immer wieder Personalausweis etc. pp. Und dass sie wirklich mit diesen Sachen, die sie da, mit diesen Namen, die sie da hatte, durchkam und auch bei dem Hotel, dass er nie nachgefragt worden ist und die ganzen Sachen, dass sie die Labels rausgemacht hat von den Klamotten und wirklich überall versucht hat zu verstecken, wer sie ist. Das ist so interessant und es druckt mich einfach so herauszufinden, wer sie ist und was da passiert ist. Vor allem, ich bin ja ein wirklich, ja, ein Gerechtigkeitsfanatiker, könnte man fast sagen. Also wenn ich sowas höre, dass es eventuell, wirklich nicht eventuell, ich glaube, es war kein Selbstmord, wenn das sowas ist, möchte ich immer, dass der Täter gefasst wird und dafür büßen muss, denn sowas geht gar nicht. Ein Mensch in so einem Alter hat noch sein ganzes Leben vor sich und es einfach auszulöschen, einfach zu beschließen, dass man jemandem das Leben nimmt, ist unter aller Sau wirklich. Das kann man nur so sagen. Das ist mit keinen Worten wieder gut zu machen. Die Person kommt niemals wieder. Ja, in diesem Sinne, schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare. Denkt daran, respektvoll mit der Sache umzugehen. Und ich bedanke mich und ja, freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet und sagt, bis bald, passt auf euch auf.